Mit Lichtgeschwindigkeit bis zum Ende des Universums. Wie schon in den anderen Videos, wie viele Lichtjahre bzw. wie viele Erdenjahre brauche ich denn mit einer bestimmten Geschwindigkeit bis zu einem bestimmten Ort? Hier haben wir ein paar Daten zur Lichtgeschwindigkeit, 300.000 Kilometer pro Sekunde aufgerundete Daten und ein Lichtjahr sind 9,5 Billionen Kilometer. Wir gehen verschiedene Szenarien und Ziele durch. Hier einmal der Jupiter mit einer Entfernung von 5 astronomischen Einheiten. Und als nächstes die Andromeda-Galaxie mit einer Entfernung von 2,6 Millionen Lichtjahren. Und als drittes die Galaxie NGC 1232 mit einer Entfernung von 75 Millionen Lichtjahren. Und am Ende, wie sollte es auch anders sein, das Ende des sichtbaren Universums mit einer Entfernung von 13,8 Milliarden Lichtjahren. Und wie üblich als erstes die Apollo 10 Landekapsel mit weniger als 1% Lichtgeschwindigkeit, die bis heute von Menschen am schnellsten erreichte Geschwindigkeit. 40.000 km/h zum Jupiter benötigen wir 2 Jahre. Und als zweites die Andromeda-Galaxie mit einer Entfernung von 2,6 Millionen Lichtjahren. Wir benötigen hier mit der Apollo 10 Landekapsel 70 Milliarden Jahre. Das ist schon eine Menge Schotter, die hier verbrannt wird an Treibstoff. Und als nächstes NGC 1232, Entfernung 75 Millionen Lichtjahre. Wir benötigen hier Raumschiff und Erdenjahre über 2 Billionen Jahre. Ob da denn überhaupt noch das Universum existiert, wenn wir mit der Apollo 10 Landekapsel dorthin reisen? 372 Billionen Jahre würden wir bis ans Ende des Universums reisen mit 13,8 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn jemand ans Ende des Universums reisen möchte mit der Apollo 10 Landekapsel, sollte man sich vielleicht auch ein anderes Reiseunternehmen suchen, denn wir benötigen hier eine sehr, sehr lange Zeit bis dorthin. Das Ende des sichtbaren Universums heißt so viel wie da, wo noch etwas Licht ist, da wo noch eine Galaxie vielleicht scheint. Dahinter ist wirklich das schwarze Nichts, etwas Strahlung, der Anfang des Big Bangs. Man weiß es ja auch nicht genau, wir werden sehen, vielleicht bei neuen Teleskopen, was uns die Sache bringt. So, als nächstes der fiktive Lichtantrieb. Wir wollen mal ein bisschen schneller sein, 99% der Lichtgeschwindigkeit, 297.000 Kilometer pro Sekunde. So, wir haben einmal den Jupiter, hier würde das Licht nur noch 42 Minuten benötigen, das ist wirklich deutlich schneller. Und einmal zur Andromeda-Galaxie, wir würden da über 2,6 Millionen Jahre benötigen, beziehungsweise das Licht. Auf der Erde würden wir ebenfalls so viel warten, auf dem Raumschiff wäre die Zeit kürzer. So, NGC 1232, wir würden hier um die 75 Millionen Jahre benötigen, das wäre die Wartezeit auf der Erde. So, als nächstes haben wir das Ende des Universums. Das Licht würde über 13,9 Milliarden Jahre benötigen. Wenn ein Raumschiff losfliegen würde, dann wäre die Erde mittlerweile verbrannt in der Zeit wahrscheinlich, weil einfach die Sonne aufgebläht ist. Unsere Erde würde wahrscheinlich nicht mehr existieren oder wäre nur noch ein Feuerball. Die Daten, die Jahre sind natürlich etwas witzlos, aber es soll einfach verdeutlichen, dass wir immer noch genau die gleiche Zeit benötigen würden mit 99% der Lichtgeschwindigkeit. Einerseits natürlich logisch, soll es aber einfach, wie gesagt, verdeutlichen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn auf der Erde irgendwer eine Sonde zum Ende des Universums schicken würde, müssten wir einfach mindestens 13,8 Milliarden Jahre auf der Erde warten, bis wir eine Nachricht bekommen. So, als nächstes der fiktive Überlichtantrieb. Mit der Überlichtgeschwindigkeit habe ich einfach nochmal 6 Nullen einfach hinten nachgefügt. 297 um die irgendwas Meter pro Sekunde. So, zum Jupiter benötigen wir hier nur noch 2,5 Millisekunden. Und als nächstes die Andromeda-Galaxie. Hier würden wir dann wirklich nur noch 2,6 Jahre benötigen. Aber wie gesagt, dieser Antrieb ist eigentlich physikalisch nicht möglich und wird für Menschen auch nicht möglich sein, dort mit so einem Antrieb hinzufliegen. So, NGC 1232, hier würden wir nur noch 75 Jahre mit dem Überlichtantrieb benötigen. Und bis zum Ende des Universums wären es dann nur noch knapp 14.000 Jahre, bis wir eine Nachricht von einer Sonde bekämen, die mit Lichtüberlichtgeschwindigkeit dort hinfliegen würde. Wir würden knapp 14.000 Jahre auf der Erde warten müssen auf eine Nachricht.
Quantenobjekte können anscheinend mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen. Lassen wir uns überraschen, was die Wissenschaftler in den nächsten Jahrzehnten herausfinden. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo noch einen Hoffnungsträger. Allerdings muss ich einfach sagen, wir brauchen hier einfach ein Wurmloch oder irgendwas in der Richtung, was unsere Reisezeit verkürzen kann. Jeder kennt die Theorie der Wurmlöcher aus Star Trek, wurden aber bis jetzt noch nicht wirklich gefunden. Warp 1 beschleunigen! Man wäre also mit Lichtgeschwindigkeit doch noch eine ganze Weile unterwegs, aber wir wollen doch mal ganz ehrlich sein, wir müssen doch vielleicht gar nicht mal ans Ende des Universums. Es reicht doch vielleicht bis zu den nächsten Sternen wie Alpha Centauri, Beta, Geuze, Aldebaran und wie sie alle heißen, Riegel und so weiter. Und vielleicht ist es ja wie in dem Film Interstellar, vielleicht braucht man eine ganz andere Ebene, um solche weiten Entfernungen zurücklegen zu können. Eine ganz andere Ebene, eine ganz andere Bewusstseinsform, ein ganz anderes Lebewesen. Wer weiß, was außerhalb der physikalischen Grenzen noch so existiert. Und bis dahin, ciao.